Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier heute auf unserem Kanal, also folgt gleich. So Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben da lassen und dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. So Leute, heute sind wir wieder dabei und stellen euch den Item Shop vom 7.7.2019 vor. Wir haben heute wieder einen neuen Skin und zwar den Strandbomber, eine neue Lackierung und einen neuen Hängegleiter namens Farbenflieger. Wir fangen aber auf der rechten Seite an mit der Expertin. Genau. Ja. Da die Mathematik-Expertin mit dem Llama Maven Tablet oder Laptop. Ja. Genau, Maven. Ja, wie viel gibst du da? 6 von 10. 7 von 10. Eine Benotung von 4,0255 bei 59 Votes war es beim 6. Januar 2019 im Shop gewesen, seitdem 8 Mal und 150 Reminders. Und jetzt habe ich gerade ein Giphy eingeblendet. So, dann nächstes Item, Jubelschritt. Mega cool. Habe ich auch, glaube ich, ein extra Video dazu gemacht zu dem Jubelschritt. Wenn er, wenn ist wir ein oben echtes. Rechts eingeblendet. Jo, wenn wir es gemacht haben, dann oben rechts. Ja. Jubelschritt kriegt auf jeden Fall von mir ein 9 von 10. Von dir kriegt Jubelschritt 9 von 10, von mir kriegt der ja, 8 von 10. Hm. 3,38 von 5 bei 13 Worts zum ersten Mal am 27. Februar 2019 Schock gewesen, seitdem 3 Mal und 9 Reminders. Dann kommen wir zum Rasenbrecher, den haben wir ja schon gestern bewertet. Jetzt schauen wir nochmal ganz kurz in genau. Die Benotung rein. So, dann haben wir hier die Benotung und zwar haben wir die Benotung von 3,67 von 5, weil hat sich nichts geändert, oder? Bei 6 Worts geändert, ne? Und 3 Reminders. Ist noch so wie gestern. Ja. So. Dann kommen wir zum Flughafen. Kriegt von mir das dieser Pokéball mit Flossen, kriegt von mir 9 von 10. 9 von 10 kriegt er von dir. Mhm. Von mir kriegt sagen wir mal 8 von 10, 8 von 10, 8 von 10 müsste gut sein. 4,2455 bei 17 Worts zum ersten Mal am 25. November 2018 im Schock gewesen, seitdem 10 Mal und 24 Reminders. Dann kommen wir zum Flamingo-König. Ja. Ja, haben wir auch ein separates Gameplay-Video, auch oben jetzt in der rechten Ecke verlinkt. Klickt einfach mal auf das i drauf, wenn es euch interessiert. Der King Flamingo, eine Benotung von 2,295 bei 17 Votes und 13 Reminders. So, dann kommen wir zum nächsten Item und das nächste Item ist Wein. Oh, am Wasser gebaut. Finde ich super geil, das Teil geht von mir 10 von 10. Wie oft haben wir das schon benutzt? 10 von 10, ja. 4,255 bei 25 Worts war es beim 18. Juni 2018 Schock gewesen, seitdem 11 mal noch 120 Reminders. Jo, und dann sind dann wir bei dem ja, Demogorgon, Chief Hopper. Chief Hopper haben wir bis jetzt noch nie auf der Map gesehen. Nee. Also ist wirklich sensationell. Der wird mal richtig selten werden, habe ich das Gefühl. So, Chief Hopper 3,0455 ja, bei 28 Worts. Zum ersten Mal am 5. Juli 2019 im Shop gewesen, sind dreimal und einen Reminder. Dann. Nur eine Demogorgon, da haben wir ja auch ein separates Gameplay-Video, das ist ziemlich empfehlenswert, finde ich ziemlich cool. Habe ich mir selbst sogar ein paar Mal noch angeguckt, weil ich es ziemlich cool finde. 3,69 von 5 bei 35 Votes, zum ersten Mal am 5. Juli 2019 im Shop gewesen, sind dreimal und zwei Reminders. Dann kommen wir zum zu den Ranken. Ja gut, die haben wir schon. Ja, die haben wir schon bewertet. Die haben eine Benotung von 3,385 bei 13 Votes und ja, 0 Reminders. Dann so, sind wir mit dem Set durch. Auch schon dann zum kommen wir schon neuen, zu den neuen Items. Farben. Farbensternchen für 300 V-Bucks. Klick mal bitte die Modelle durch. Ja, mache ich. Mache ich. Da ist die Pumpkin. Zoom mal bitte ran an die einzelnen, so ein bisschen. Dass man es ein bisschen besser erkennen kann. Ja, so ein paar Sternchen da drauf, viel lila, gelb, ein bisschen pink wieder mit drin. Ihr wisst, wie ich auf pink reagiere. Das ist nicht so. Ja, ich weiß nicht, ich finde, es sieht jetzt nicht so schlecht aus, aber auch nicht so gut. Also kriegt von mir 6 von 10. 6 von 10? Farbensternchen, ja. Von mir kriegt das. Sagen wir mal. 7 von 10. 3 von 5 bei einem Boot und 8 Reminders. So. Dann der Farbenflieger. Dann kommen wir zu dem Farbenflieger und dreh den mal bitte ein bisschen, dass man sich das mal anschauen kann, dass man mal sehen kann. Da ist ein Herz drauf. Was ist denn das noch alles? Was soll das sein? Das ist irgendwie ein Vogel, ne? Ich sehe das nicht da oben drauf. Da ist irgendwie eine Figur. Ja, oder oben so. Drauf eine Figur.
Na, sonst ist ein ganz normaler Standardgleiter, würde ich behaupten. Ganz normaler Standardgleiter mit ziemlich schrecklichen Farben und der kriegt von mir 3 von 10. Von mir auch. 1 von 5 bei 2 Votes und 4 Reminders. Okay. Dann kommen wir zum Strandbomber. Oh, jetzt zoom mal bitte an den Strandbomber ran. Für 1200 V-Bucks. So, und jetzt drehen wir das Ding mal langsam. Guck mal, was ist denn auf dem Skateboard überhaupt drauf zu sehen? Auf dem Skateboard haben wir auch wieder. Ach, das ist wieder das, was auf dem Gleiter ist. Das ist eine Bombe, oder? Ja, sieht aus. Eine Bombe mit einem Gesicht. Und mit einem Pflaster. Und ein Pflaster und ein Herzchen wieder in Gelb und in Pink. So, was haben wir da noch? Vorne ist halt das Lama, ganz normal. Und oben ist ein Regenbogen mit einem Sternchen auf der Kappe. Ja, stramme Waden. Wie viel gibst du dem? Was kriegt der Strandbomber von mir? 6 von 10. 7 von 10. 3,865 bei 7 Votes und 171 Reminders. Also Leute, auf jeden Fall. Kommt noch ein Gameplay-Video? Es kommt noch wieder ein Gameplay-Video dazu zu dem Strandbomber. Wir haben den nämlich auch auf der Map gefunden. Ja. Also sogar ein paar Mal. Und ja, aber 171 Reminders, das ist krass. Das ist heftig. Also 171 Reminders ist ziemlich krass für den Anfang. Und deswegen schauen wir einfach mal. Also guckt einfach mal rein. Gameplay-Video von dem Ding. Wenn es euch gefallen hat, dann wie immer einen Daumen nach oben, schreibt was in den Kommentaren, abonniert den Kanal und schaut es nicht, wenn es wieder ist. Fortnite Daily Shop, mit uns beiden bis rein und tschüss.